Elon Musk hat mit Tesla Elektromobilität neu definiert und die E-Auto-Branche revolutioniert. Schnell sind die verschiedenen Tesla-Modelle zu den Elektroautos schlechthin geworden. Und wer weiß, vielleicht passiert das Ganze ja demnächst auch in der Fahrradbranche. Warum Tesla vielleicht bald ein E-Bike bauen könnte und was das so mitbringen könnte, erfahrt ihr jetzt im Video. Es war eigentlich nur ein kleiner Halbsatz, der viele E-Bike-Fans aufhorchen ließ. Im Podcast Recode Decode mit Kara Swisher sagte Elon Musk, dass Tesla wohl ein E-Bike kreieren könnte. Richtig darauf eingegangen sind die beiden leider nicht mehr. Er hat es lediglich entgegnet, als die Moderatorin anmerkte, sie hätte gerne so einen E-Scooter von Tesla. Den bezeichnete Musk als würdelos und plädierte eher dafür, in den E-Bike-Markt einzusteigen. Und das finde auch ich, könnte durchaus reizvoll für Tesla sein. Wie so ein Tesla E-Bike aussehen könnte, hat Kendall Turner schon mal illustriert. Und das Ganze hat er Model B, also Bicycle, genannt. Und was haltet ihr von dem Modell? So soll das Ganze aussehen. Aber warum gerade Tesla und warum gerade E-Bikes? Naja, zuerst einmal kann man festhalten, dass der E-Bike-Markt sich seit Jahren im Wachstum befindet. Nicht zuletzt hat der Markt in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie noch einmal ordentlich an Schwung genommen. Die Leute steigen auf individuelle Elektromobilität um und so ein E-Bike ist dann doch um einiges erschwinglicher als ein Elektroauto. Und naja, sich an einem Wachstumsmarkt zu beteiligen, ist ja wohl für niemanden wirklich abwegig. Außerdem hat Tesla sich selbst auf die Fahnen geschrieben, Zitat, Tesla steht für eine Mission, die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie. Und da gehören E-Bikes meiner Meinung nach als attraktive Alternative auf jeden Fall mit dazu. Außerdem baut Tesla ja schon länger nicht nur Autos. Bei der Präsentation des Cybertrucks zum Beispiel wurde das Tesla ATV gezeigt, also eine Art Quad. Und warum nicht noch eine Stufe drunter und auch in den Fahrradbereich einsteigen, wäre ja durchaus nicht abwegig. Zumal der Konzern ähnlich wie Apple oder Amazon versucht, so ein ganzes Ökosystem bereitzustellen. Das geht von den Tesla Solarteils auf dem Dach über Energiespeicher bis hin zu Elektroautos und könnte natürlich noch eine Schwelle niedriger in den Fahrradbereich ausufern. Mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn Tesla auch auf diesem Markt Fuß fassen würde. Immerhin, vorher haben es ja auch schon andere probiert. Smart hat zum Beispiel mal ein E-Bike gehabt, Mercedes-Benz, AMG, die haben eins, außerdem gibt es Studien von Audi beispielsweise. Gar nicht so abwegig, wie es im ersten Moment also scheint. Aber nochmal zurück zum Design und zu den Features. Wie könnte das E-Bike von Tesla aussehen? Welche Features könnte es mitbringen? Naja, ich habe euch schon mal das Design Model B von Kendall Turner gezeigt und der geht auf jeden Fall einen sehr, sehr extremen Weg, wie wir hier sehen. Und er hat sich auch schon sogar mit den Features beschafft, die es mitbringen könnte und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn die sind super spannend. Vorab muss man natürlich sagen, davon stammt jetzt nichts von Tesla selbst und es ist auch nicht geplant. Es ist nur ein nettes Gedankenexperiment, wie ich finde. Also, das E-Bike wird natürlich nicht konventionell gelenkt. Mit Druckausübung auf den linken oder rechten Haltegriff steuert der Fahrer das Vorderrad, das sich dann in die entsprechende Richtung bewegt. Angetrieben wird es von zwei Motoren, einer im Vorder-, der andere im Hinterrad und statt Speichen gibt es solche Schockabsorber in den Rädern, die die Fahrt angenehm dämpfen sollen. Auch das generell ein sehr, sehr interessantes Konzept. Mit dem Revo habe ich euch ja schon ein hubless E-Bike gezeigt, wo man auch nicht weiß, kommt das so wirklich auf den Markt. Und so würden die Räder immerhin noch sinnvoll, aber trotzdem minimalistisch gefüllt werden. Auch muss man sagen, wir sehen hier keine Pedale, vielmehr sehen wir hier so eine Art Fußrasten an dem Bike für den Fahrer. Dazu muss man sagen, in den USA ist das alles kein Problem, da dürfen E-Bikes ja auch ohne Pedalieren mit so einem Gas wie bei einem Mofa Fahrt aufnehmen. Bei uns hingegen müsste die europäische oder auch deutsche Version natürlich in erster Linie mal Pedale haben, denn es ist ja immer noch klassifiziert als ein Fahrrad. Wie von Tesla gewohnt, wird das Bike natürlich auch üppig mit Sensoren ausgestattet sein, damit das Rad stets weiß, was um es herum geschieht und bei Unachtsamkeiten intervenieren kann. LiDAR-Sensoren und Kameras sollen das möglich machen. Außerdem lässt sich dadurch auch eine Art Autopilot einschalten, der den Fahrer sicher und ohne eigenes Zutun von A nach B bringt. Weiteres Highlight in jedem Tesla Auto ist natürlich auch das Infotainment-System und daran soll es auch beim Tesla Model B nicht mangeln. Das Bike bekommt ein großes Touch-Display am Lenker spendiert, das nahtlos ans Oberrohr anschließt. Neben Fahrdaten und Navigation gibt es dort auch die typische Sensorenansicht, die zeigt, ob sich um das Bike herum andere Fahrzeuge oder Hindernisse befinden. Also wenn ich das mal zusammenfassen würde, ein abgefahrenes Konzept, das sich Turner da ausgedacht hat. Aber vielleicht wird es auch alles viel, viel simpler kommen. Denn was ich bei den Elektroautos finde, ist, dass Tesla eben nicht diesen Weg gegangen ist, diese Elektroautos aussehen zu lassen wie Raumschiffe, wie das andere machen, ja, die gar nichts mehr mit Autos zu tun haben, so vom Äußeren alleine, sondern ja eher so die klassische Automobilform wählt. Und vielleicht ist das ja auch im Fahrradbereich geplant, dass wir also gar nicht so ein spaciges Äußeres bekommen, dass wir trotzdem tolle Features bekommen, aber das doch eher in einem klassischen, simplen, schicken Fahrradrahmen. Und dem wäre ich eigentlich noch mehr zugeneigt als jetzt so einem Space Design. Und ja, ob es dann tatsächlich einen Autopiloten bekommt und das Lenken durch Druckausübung alleine
geschieht. Auch das darf bezweifelt werden, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend zu sehen, wie es denn werden könnte, wenn Tesla wirklich am E-Bike-Markt angreift. Also ich würde mich jedenfalls darüber freuen. Aber wie seht ihr das? Würdet ihr einen Einstieg der Marke auf dem Fahrradmarkt begrüßen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, denn das würde mich interessieren. Es gibt ja auch über Tesla durchaus geteilte Meinungen und genauso steht Elon Musk ja mal am Pranger und mal wird er hochgelobt. Ich hoffe, dieses Video hier hat euch gefallen. Es ist jetzt vorbei. Wenn ja, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann seid ihr auch immer unter den Ersten, die benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online geht. Ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.